Sie verbeugt sich so ein bisschen angedeutet, tritt so einen halben Schritt zurück und entfaltet dann so eine Geste mit der Hand, so buckelnd. Zeigt mir eure Packmale. Ihr versteht wirklich wenig von unserer Herrin. Ich habe es euch soeben gezeigt. Das ist kein Mal, du Närrin. Sulamin schüttelt bedauernd den Kopf. Sie spielt ein bisschen mit der Peitsche, traut sich wohl aber nicht ganz, dich anzugreifen. Du siehst aber, dass sie es gerne würde. Wo ist deine Peitsche? Ihr stellt viele Fragen. Und eure Antworten sind merkwürdig. Wie gesagt, die eine und einzige wartet nicht. Ich denke, die Verhandlungen sind gescheitert und ich gebe Kuotan ein Zeichen und ziehe selber meine Waffen. Initiative. Schauen wir mal nach. Ich glaube, sie hat keine Werte hier drin. Ich glaube, es hätte gereicht, sie einfach beim Genick zu packen. Und jetzt ist es zu spät. Derweil in der Arena bei Yalan und Boltax könnt ihr euch herumfragen und dann nach kurzer Möglichkeit in die Lounge-Bereiche der Offiziere der Stadt herantreten, wo ihr dann ja eine sehr leere Arena vorfindet. Die anderen Besucherränge sind wohl gar nicht so sehr voll. Im Inneren gibt es einen sehr unspektakulären Kampf zwischen einem Bären und drei Wölfen, der wirklich sehr fad aussieht und euch stiert dann ein sehr korpulenter, ja, Mann in einer Stadtuniform an, sitzt da auf den Rängen und hat wohl drei, vier Wettscheine in seiner Hand. Und neben ihm stehen dann wohl noch einige Leckereien. Ihr guckt euch das kurz an. Ihr hattet den Garküchen, hattet ihr kurz gesehen. Er hat wohl geröstete Otternasen neben sich, die er sich da jetzt eine nach der anderen in den Mund schiebt. Ich blicke halb gelangweilt in die Arena hinunter. Schreckliche Vorstellung, nicht wahr? Das könnt ihr sagen. Naja, gut. Er guckt dich kurz an, mustert dich. Seid neu hier. Tatsächlich, ich bin Goldhand. Man Ja. sagt mir, dass ihr nach mir sucht. Ich bin mir sicher, eine bedauernswerte Verwechslung, die wir aus der Welt legen können. Ich suche nach euch. Ach so, ja, nee, meine Leute, richtig. Ich habe Feierabend. Spreche am besten mit Hauptmann Alrik ab Tor drüben. Oder kommt morgen in meine Abendstube. Natürlich. Ich blicke mal auf seine Wettscheine. Kann ich irgendwie von meiner Position aus sehen, wieso da die Summen sind? Also ist er wirklich richtig tief drin oder ist er mehr so ein Er ist richtig Spaßwetter? tief drin. Und es sieht wohl auch nicht gut aus. Aber Also sag. es sind dann so 500 Dukaten, 1000 Dukaten. Das ist richtig viel Geld und das wird er als Oberst auch nicht verdienen. Aber sagt, Oberst. Ich bin mir sicher, hier ließe sich ein kleiner, sagen wir, Handel zum beiderseitigen Gunsten abklären. Ein Handel. Und was sagt ihr? Ihr weist eure Männer an, die ganze Sache fallen zu lassen, und ich gebe euch einen sehr heißen Tipp, was die Arena-Kämpfe morgen angeht. Wir haben da so ein Näschen für, wenn ihr versteht. Ach, scheiße, der nächste Wolf ist tot. Schiebt sich eine weitere Otternase in den Mund und das Fett läuft ihm in den Mundwinkel herab. Ah, verzeiht, ich habe nicht zugehört. So, nochmal. Wie ich bereits sagte, ihr weist eure Männer an, die ganze Sache, sagen wir, fallen zu lassen. Und wir können euch einen sehr guten Tipp geben, was die Arena-Kämpfe angeht. Meint ihr mit geschobenen Wetten? Aber Sehen die bitte, Mutmacher gar nicht gerne. würde ein ehrbarer Geschäftsmann wie ich denn jemals wirklich Wetten schieben und das dann auch noch dem Oberst der Stadtgarde zugeben? Er blickt auf deinen Arm, nickt. Wenn das einer tut, dann ihr. Es wäre doch wahrhaftig schrecklich, wenn ich dies tun würde. Nun, was sagt ihr also? Ich kann euch noch was anderes anbieten. Bitte, nur zu. Was? Kennt ihr Zalzer den Gräum? Frage Nein. aus dem Off, ist das der, bei dem wir unsere Steuern bezahlt haben? Nein. Dann schüttle ich mit dem Kopf. Was ist mit dem? Wenn ihr mir die Wettscheine, beziehungsweise vor allem die Schuldscheine bringt, die er von mir hat, dann lasse ich die Anklagepunkte fallen und lasse euch nicht weiter suchen.
Ist mir egal, wie ihr das macht. Wenn ihr euch zwingen, ist mir egal. Oder ihr brecht in die Welle ein. Oder ihr schlagt ihn zusammen. Aber ich kann das nicht machen. Oh. Na, dann sollten wir mal diesen Kolm aufsuchen. Was meinst du, Goldhand? Ich denke, es kann nicht schaden, mit ihm zu reden. Vielleicht wird er sich ja unserem, sagen wir, Geschäftsvorschlag, unserem Wettgebaren ein wenig offener zeigen. Ja, wie gesagt, dann viel Spaß. Und damit nehmen wir unseren Hut. Derweil bei Iserun. Ja, hast die ganzen Pläne studiert, hast so ein bisschen lustlos das Zeichen abgemalt, abgekrickelt und wohl verstanden, dass es zu komplex ist für dich und man hier tatsächlich sowas wie einen Fälschermeister bräuchte. Und ja, blickst dich ein bisschen um. Ich guck mal aus dem Fenster. Ich denke mal, langsam wird es dunkel. Ja, du bist dir nicht ganz sicher, wie viel Zeit vergangen ist. Du würdest sagen, 19. Stunde des Tages und die Sonne geht mittlerweile unter über dem Himmel. Und es ist so oder so neblig, aber ja, es wird demnächst sehr dunkel werden. Na, wo bleiben die anderen denn? Ja, so langsam wird Iserun ein bisschen nervös. Das dauert ja dann doch ein ganzes Weilchen. Sie hat schon die ganzen Akten durchgelesen. Sie hat dieses blöde Siegel abgemalt und die anderen kommen immer noch nicht wieder. Aber sie traut sich jetzt auch nicht irgendwie aus dem Haus zu gehen, so dass man sich vielleicht doch noch verpassen könnte. Sie ja, entschließt sich, in der Rabengasse zu bleiben, um die anderen möglichst schnell wiederzusehen. Gut. Ob die anderen jemals wiederkommen, werden wir jetzt erfahren. Initiative hatten wir schon einmal gewürfelt. Ich habe jetzt auch eine. Und dann würde ich mit der Initiative... Was habt ihr? Ich habe 16. Ich habe 25. Ich habe mir 18. Scheißina. 25 Zulamin. Dann müsste Abel mir anfangen, es sei denn, jemand anderes möchte vorziehen. Zulamin, du siehst, wie sie ansetzt zu einem Zauber. Du weißt nicht, was sie zaubert, aber sie schlägt nicht mit der Peitsche zu. Gut, dann möchte ich sie natürlich daran hindern, indem ich sie angreife. Sie pariert. Oder versucht es. Kann sie nicht mit der... sie kann waffenlos parieren. Aber mit der Peitsche kann sie nicht parieren. Sie am Zaubern ist, muss sie doch aber unterbrechen, wenn sie parieren möchte. Nicht, wenn der Zauber nur eine Aktion dauert. Achso, okay. Ist ein richtiger Einwurf, aber ja. Gut, also sie kann das auf keinen Fall parieren. Das heißt, es muss einfach nur klappen, was ich mache, sie kann parieren. Waffenlos kann sie parieren. Sie hat in der einen Hand die Peitsche und in der anderen Hand könnte sie waffenlos parieren. Würde dann den halben Schaden nehmen, wenn die Parade gelingen würde. Das kann sie aber nur, wenn sie einen waffenlosen Kampfstil hat. Ansonsten muss sie erst eine Aktionposition machen, um den Kampfstil zu ändern. Sie ist eine Belkelet-Bakterin. Ja, ich wollte nur darauf hingewiesen haben. Nicht, dass ihr morgen mit eurem 500 AP-Charakter mit der Peitsche ankommt. Dann mach gerne deinen Wurf. Dann mache ich eine 6er Ansage-Wuchtschlag. Aua. Aber zum Glück hat sie sowas wie Selbstbeherrschung mit Störung ignorieren und Schmerzen unterdrücken und so ein Blödsinn. Das ist erstmal gelungen. Sie kann versuchen, eine Parade. Da ist keine Finte drin. 5 die Parade ist gelungen. Trotzdem, ja, okay. Das ist 5 ist gelungen, dann bekommt sie den halben Schaden von dir. Der Gewalt, der Reiterseele? Ja. Dann bekommt sie den doppelten. Das ist dann 13, das ist 26. Ja. Also bleibt es bei 13, wenn es die Hälfte ist. Gut. Dann würfelt sie eine Selbstbeherrschung, weil das ist definitiv eine Wunde, aber die kann sie ignorieren und unterdrücken. Und dann knurrt bzw. faucht sie euch an. Und ihr hört das, was euch sonst so euer Leben rettet, dieses Mal euch allerdings euer Leben beenden könnte. Sie spricht: Blitz dich, Find.
und ein heller Blitz, der vor ihren Augen explodiert. Auf beide Ziele. 14, 7, 1. Magieresistenz von euch, wer ist die höchste? Ich habe 10. Sulamin? Ich habe weniger, gucke dann aber gerade. Das ist 11. Nein, plus Anzahl. Magieres und plus Anzahl der Personen. Also 12. Also, okay, ich dachte plus 1 dann, weil ein zusätzliches Ziel. Damit ist es aber gelungen und dann seid ihr, ich muss jetzt gerade noch mal reingucken, wie lange seid ihr blind? ZFW Stern halbe Aktion. ZFW 15 halbe. ZFP Stern, sorry. ZFP Stern, das ist nicht viel. Nein. 15 minus 3 sind, sind das zwei Aktionen? Sind Moment, ich glaube, ich habe Scheiße erzählt. Sorry. Nee, ZFP halbe Aktion ist richtig. Okay, ich habe doch keine Scheiße erzählt. Und eure Initiative sinkt dann um die ZFW, also um 15. Genau. Das geht ja noch. Und ihr bekommt einen Punkt Abzug auf Attack und Parade jeweils, wenn sie zwei Sterne hatte. Genau. Sicher? ZFW halb? Ja. Ja. Nein, es sind ZFW-Sterne. Und die Wirkungsdauer? Ja. Für Talentproben, okay. Zauberproben und Fernkampf. Und die Wirkungsdauer? Ich hatte doch Unrecht, es sind ZFW halbe Aktionen. Nicht ZFW Stern. Sorry für die Verwirrung. Ja, okay, dann also seid ihr erst einmal geblitzt und sie hat ihre beiden Aktionen durch. Sie hat einmal pariert und geblitzt. Aber mir ist dran. Wenn sie durch ist, kann ich sie nochmal angreifen, oder? Im Prinzip, klar. Das ist jetzt um wie viel erschwert? Eins. Eins. Okay. Ist gar nicht so gut. Warum kann das so diese Runde mal so gut? Weil Iserun ihn auf absolut gottlosen Leveln hat. Ja gut, dann mache ich eine ordentliche Ansage, oder? 15 ist halt auch viel. Das ist richtig. Aber die Schwellen, die du brauchst, fangen erst bei 18 an, weil du dann Leute unter 0 blitzen kannst. Und da ist der eigentliche Wert in der Sache. Genau. Also kann sie euch nochmal blitzen? Nee, ne? Ja, nee. Aber das stackt nicht. Der bessere wirkt dann einfach. Okay, ja, genau das war die Frage, ob das stackt. Weil dann habt ihr nur noch eine Aktion. Das wäre jetzt halt... Wenn das stacken würde, würde ich das machen. Du bist ein Scheiße. Zweite Attacke trifft. Ja, dann kannst du wieder Schaden machen, weil sie nicht parieren kann. Sie könnte noch ausweichen. Sie kann frei ausweichen. Ja, ich weiß. Das sind dann 6 plus 6 ist 12, plus 7, 19, mal 2. Doppelt. Ja, wir ziehen aber erst die Rüstung ab und dann wird verdoppelt. Passt. Wir würfeln wieder eine Selbstbeherrschungsprobe und dann ist Abel mir dran. Ja, ich würde, wenn ich jetzt meine erste Aktion, würde ich ein Zauberwort aussprechen, Balpash Assa, und würde ASP leiten in meine linke Armschiene. Dies bewirkt, dass ich meine Attacke erhöht sich um 10 Punkte und meine Initiative ebenfalls für 10 Punkte für 5 Kampfrunden. Ja, und die nächste Aktion? Die nächste Aktion, ich müsste dann mein Säbel ziehen, wäre glaube ich eine Aktion zum Waffe ziehen, vermute ich mal, oder? Ja, wenn du ihn noch nicht gezogen hast, okay. Ja, das, dann wenn meine zwei Aktionen sozusagen durch dann. Gut. So, dann, wenn du siehst, wie sie hinfällt und vor Schmerzen aufschreit. Ah ja, verflucht! Ich stürze hin und versuche ihr... Ja, ich schneide ihr die Kehle durch, ja. Weil Rumgeschrei können wir nicht haben. Gut, ja, sie hat aber wie gesagt noch einmal gebrüllt, Raya verflucht. Und dann liegt sie tot vor euch am Boden. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee war, aber... Nun, das ist geschehen, wie es geschehen sollte. Lasst uns noch einen Schlüssel für diesen Tresor suchen, von dem sie sprach. Und ich durchsuche sie mal. Du wirst allerlei an seltsamen Sexualspielzeugen an ihr finden, aber einen Schlüssel findest du hier erst einmal nicht. Nur die Peitsche. Gut. Oder vielmehr nicht gut. Dann sollten wir uns zunächst um die Leiche kümmern. Beziehungsweise darum, hier rauszukommen. Nun, dies ist doch ein Heizungskiller, wenn ich das richtig sehe. Warum geben wir diesen Leib nicht den Flammen zum Raub? Es wird ein wenig stinken, aber nun ja. Wirkt das realistisch, so wenn wir uns die Gegebenheiten da ansehen? Ja. Leichen brennen sehr schwer. Also es ist ein Heizungskeller, aber generell, das geht.
Ja, dann würde ich mich mal zum Kessel begeben. Wahrscheinlich diese eine Öffnungstür öffnen im oberen Teil, wo man vielleicht Holz oder Öl nachschiebt. Gucken, ob der Körper sozusagen durchpassen wird durch diese Öffnung. Ja, also mit viel Mühe kannst du sie da reinstopfen. Du musst jetzt ja auch dann keine Rücksicht mehr auf ihr Wohlbefinden nehmen, weil sie sowieso tot ist. Und ja, du kannst sie da reinstopfen. Ich würde auch ihre Spielzeuge da hineinwerfen mit. Also. Ja, gut. Vielleicht gucken, ihr dabei schmiere. Und gucken, ob der Boden vielleicht Blutspuren, die verwischen mit ihrer Kleidung oder abwischen. Ja, hier liegt Sand. Also das kannst du dann mit Sand einfach wieder dann verwischen. Das geht. Gut. Also möglichst spurenlos den Platz wieder verlassen. Es ist ja ein ehemaliger Raya-Tempel. Wo würde ich denn ihre Gemächer oder eventuell auch diesen Tresor vermuten? Wohl in ihrem Schlafgemach, gehst du von aus. Also im oberen Teil. Ihr seid jetzt gerade die Treppe runtergegangen. Wenn ihr die Treppe hochgehen würdet im Obergeschoss, da gäbe es dann für die oberste Raya-Dienerin dann eine eigene Kammer, und da würdest du vermuten, könnte man so einen Tresor sicherlich hinstellen. Nun halte ich es für klug, in ihre Privatgemächer einzudringen. Ich bin nicht sicher. Sie ist mit uns hier heruntergegangen. Man wird sie vermissen. Dann sollten wir schnell machen. Gut. Ich denke, ihr kennt euch ein bisschen in dieser Art von Tempeln aus, vermute ich. Vielleicht solltet ihr führen. Ich folge euch dann. Ja, wenn ihr die Treppe nach oben steigt, könnt ihr dort eine, ja, links, rechts so kleine Zwiebeltürmchen, seid ihr dann oben gestiegen und steht dann in einem sehr schmalen Flur, davon ab 5 Türen. Eine zu der Hauptkammer und dann jeweils 4 bzw. 2 und 2 links und rechts. Und im Flur eine Wache, die wohl auch oranisch aussieht, bzw. aranisch, mit einem Säbel und einem Turban, Vollbart, Ring überall an seinem Körper und sehr braun gebrannt. Was tut ihr hier? Naisina schickt uns. Wir sollen die siebenschwänzige Peitsche mitbringen aus ihrem Schlafgemach. Sie meinte, wir würden erkennen, welche gemeint ist. Ja, dann los. Will ich mal nicht anzweifeln. Damit tritt er zur Seite und ihr könnt an ihm vorbei in das große Schlafgemach gehen. Ja, geradeaus durch. Die Tür hinter mir schließen wieder. Ja, ein geschmackvoll eingerichtetes Schlafgemach mit einigen Bildern und... Sieht fast ein bisschen aus wie so eine Folterkammer, würdet ihr meinen. Auch ausgestellt einige Sexualinstrumente, wo vor allem Zulamin so einen Schüttelkrampf bekommt, wenn sie die weiter ansieht und sich dann wohl überlegt, wofür man die benutzen könnte, die dann hier eben sorgsam aufgereiht sind. Einige Truhen. Ich schaue mich mal im Schreibtisch um oder ein Sekretär so eine Art. Gibt es hier nicht, nur ein großes Himmelbett. Ich würde mal hinter dem Gemälde schauen. Ich würde unter dem Kopfkissen vom Bett gucken. Ja. Hat jemand von euch Zwergennase? Nein. Dann dürft ihr eine Sinnschärfeprobe machen mit Tasten als Spezialisierung. Guckt unter das Bett, guckt unter die Kissen, unter die Laken, hinter die Bilder. Den Tresor findet ihr hinter den Bildern, aber keinen Schlüssel dazu. Ist Zulamin hinter einer der Wandverkleidungen eine lose Holzbohle wegnehmen kann, und dahinter findest du dann tatsächlich so etwas wie einen Schlüssel. Ich glaube, das ist er. Zulamin tastet mit dem Zeigefinger hinter dieser Wandverkleidung und angelt dann an einem Band den Schlüssel hervor. Stellt euch an die Tür. Sollte die Wache kommen, sagt ihm, es war wohl doch nicht so einfach, die richtige Peitsche zu identifizieren. Gut. Ich würde mich dann hinter die Tür stellen und so, dass sie nicht einfach geöffnet werden kann und freien Blick aufs Zimmer gewährt. Ja, du kannst ihn auch hören, wie er hinter der Tür murrt
und wohl auf Aranisch ein paar Flüche euch entgegenschüttet. Ja, also nicht direkt laut, aber so eher in seinen eigenen Bart murmelt. Gut, dann würde ich den Tresor aufschließen. Zwergisches Meisterschloss. Und nachdem es geklickt hat, du bist sehr froh, dass du dich so gut in einem Raya-Tempel auskennst und dann dementsprechend, also solche Geheimfächer habt ihr dann bei euch normalerweise nicht, aber es war wohl pures Glück oder ein Hinweis von Raya da selbst, sodass du dann mit einem Klicken den Tresor öffnen kannst und dort findest du tatsächlich nur ein einzelnes Collier, die Sternentränen, die aus schmalen silbernen Ketten bestehen, an dem zahlreiche Anhänger befestigt sind. Diamanten in silberner Fassung, Edelsteine, die dann ja so schimmern wie Sterne am Nachthimmel. Ich danke kurz meiner Göttin, denn nachdem erst so viel schiefgegangen ist, glaube ich nicht, dass wir einfach nur Glück hatten. Und greife mir dann ein Tuch und packe das Collier drin ein. Dann sehe ich mich schnell nach einer Peitsche um. Einer siebenschwänzigen vorzugsweise. Und schließe den Tresor wieder. Ja. Das Bild wieder davor. Du greifst nach der Peitsche und merkst wohl, wie dir ein Rosendorn, den du wohl eben nicht gesehen hattest, dir unangenehm in die Hand sticht. Und es puckert und pocht. Na, großartig. Gut gemacht, Sudamin. Gut gemacht. Nimm doch ein Kissen und dekoriert die Peitsche auf dem Kissen. Ich nehme Abelmirs Rat an. Mir ein hübsches, repräsentatives Kissen. Und die Peitsche, die ich ja schon in der Hand hatte, lege ich da drauf. Zu spät. Du hast dich bereits gestochen am Dorn. Nicht das erste Mal, dass ich deine Stimme höre, also halt die Klappe. Ich werde dir auf ewig erhalten bleiben und deine Ängste mehren. Du wirst mich nicht los. Will ich nicht. Aber das ist das Los. Geweihten. Was ist denn jetzt da drin los? Und raus. Öffnet die Tür. Stehst du noch davor, Abelmir? Ich würde, nachdem ich die Stimme gehört habe, die Tür erstmal einen Blick zu Schirizet werfen und dann die Tür öffnen. Wir sind soweit. Wir haben sie gefunden. Ja, dann raus jetzt. Das war doch nicht so einfach. Raus, verdammt, sonst kriege ich Ärger. Ja, ich würde Schirizet natürlich Vortritt lassen. Scheißina, wartet nicht lang. Da sprecht ihr ein wahres Wort. Wir wollen nicht weiter säumen. Ja, du spürst wohl auch so ein... du gehst an der Person, an diesem Leibwächter vorbei und der riecht unangenehm nach Ziege. Während Shaisine einen ekelhaften Schweißgeruch hatte, du riechst an ihm den Kelevatan, der wohl in ihm drin sitzt. Du könntest ihn kontrollieren. Es wäre so einfach. Wesentlich stärker als Abelmir. Ein besserer Kämpfer. Könnte direkt an dieser Stelle Abelmirs Platz einnehmen. Sulamin bläht ein wenig nüstern, nicht uninteressiert, aber sie reißt sich zusammen und geht geradeaus mit dem Kissen und der Peitsche zur Treppe hin. So könnt ihr den Tempel der Raya hinter euch lassen, ohne dass ihr ein weiteres Mal zurückkehrt. Versucht euch nicht umzublicken, während ihr durch den Garten zurück nach Wulfenruh kehrt und so schnell wie möglich in die Gasse. Nun, ein Pakt Rabinia. Ja, und doch kann ich mich nicht richtig darüber freuen. Aber mir wäre am meisten danach, mich in unserem sicheren Haus zu verkriechen. Aber wir sollten keine Zeit verlieren. Der Fälscher erwartet. Aber vielleicht sollten wir erst noch den anderen Bescheid geben. Was denkt ihr? Ich denke auch, wir sollten uns erstmal versammeln, um weitere Pläne zu schmieden. Gut,